Unser heutiges Thema: Altersarmut und Selbstständigkeit in einer ganz neuen Konstellation. Sprich, ich werde interviewt und Christian Philipp ist heute im Studio, um das durchzuführen. Wie kommt es dann zum Thema Altersarmut und gut situierter Firmeninhaber beispielsweise? Zum einen haben wir den Firmeninhaber, der sein Leben lang buckelt, arbeitet, tut und macht und immer davon ausgeht, seine Rente, seine Pension aus dem Verkauf oder der Verpachtung, Vermietung seines Unternehmens zu beziehen. Und wir müssen immer wieder feststellen, das geht nicht auf. Also entweder findet man niemanden, der übernehmen möchte, weder von außerhalb noch aus der Familie. Und der zweite Punkt ist ganz einfach der, wenn sich jemand findet, dann nicht zu dem Preis, der notwendig wäre, um davon eine ordentliche Rente sich entsprechend selbst auszahlen zu können. Das heißt, ich verkaufe die Firma dann zu einem kleineren Preis? Ja, genau. Also entweder ich verkaufe sie zum kleineren Preis und beginne dann zu überlegen, wo kommt der restliche Bereich oder wo kriege ich die restliche Kohle her, um meine Pension zu finanzieren. Gehe nebenher arbeiten, weil mein Lebensstandard, den ich mir aufgebaut habe, der ist ja schon mal nicht so schlecht. Und den aufzugeben, der ist nicht so einfach. Das fängt bei Krankenversicherungen an, die weitergezahlt werden müssen, die im Alter immer teurer werden. Und wenn da nicht genügend Geldeingang da ist, geht es mal ziemlich in die Hose. Dann ist das mit der Partnerin, die in der Firma arbeitet, die sich aber nichts irgendwie aufbauen kann. Auch das ist ein tolles Beispiel, speziell im handwerklichen Bereich, dass die Ehepartner intensivst mitarbeiten, aber sehr, sehr häufig, ganz früher sogar gar nicht angemeldet waren oder heute sehr häufig auf geringfügiger Basis, um das Ganze wirtschaftlich sinnvoll darzustellen, aber 40, 50, 60 Stunden im Betrieb stehen. Aber am Ende dieser Arbeitszeit ist da kein Rentenkonto, aus dem man irgendwas sinnvoll rausziehen kann. Wenn man zum Beispiel während seiner beruflichen Laufbahn als Selbstständiger stolpert, es kommen keine Aufträge rein, man muss gewisse Vorsorgemaßnahmen zurückschrauben, die man getroffen hat? Exakt. Das können ganz einfache Dinge sein wie eine Krankheit. Das kann das Thema sein, dass die Aufträge entsprechend einbrechen oder ähnliches, dass ich einfach eine gewisse Zeit überhaupt nicht über die finanziellen Mittel verfüge, um entsprechende Altersvorsorge einzuzahlen. Mir fehlt einfach das Geld dafür, um das zu tun. Zum Thema Altersarmut und Selbstständigkeit gab es heute neue Konstellationen. Ich habe mir Christian Philipp ins Studio geholt als Moderator und ich habe heute als Interviewpartner die Antworten gegeben. Öfters mal was Neues ausprobieren, gilt auch für mich. Mein Impuls für Sie. Bis nächste Woche, Ihr Bernd Kollmann.